bin selber geschockt. Ja, Alter! Chill! Dein Gesicht. Alter, das gibt's doch nicht. Alter. Manchmal, ne? Manchmal ist er schon krank. Manchmal sollte man auch Hilfe benutzen, wenn man kann. Würde... Oh. Dann würde es auch besser laufen. Ach Leute. Ab nach hinten mit dir. Nein. Scheiße. Ich meine, schön. Schön, dass ich jetzt... Ich sag ja... Die Rensen gelitten. Die Rundenchaos gelitten. Ich sag's ja. Ich sag's immer wieder. Könnte dezent kotzen gerade. Aber... Naja, was soll's. Boah, Alter. Was mich daran gehindert. Aber ist mir egal. Ist mir Wurst. Komm ich erst, dann ist alles gut. Mhm. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann lasse ich das und mache erstmal... Dann werde ich erstmal die Bullen vergewaltigen. Also eher dann. Ne? Nicht, dass ihr irgendwas Falsches denkt. Ne, nicht was Falsches denken, sondern... Mann! Das ist behindert. Das ist scheiße. Ich hab schon so viel Vorsprung gerade. Das ist unfassbar. Oh, komm, komm! Ja! Ja, genau! Ja! Boah! Oh!
Hab ich ein Schwein gehabt, Leute? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich wollte ihn gegen das Ding lenken und ich hab's geschafft, Mann. Hätte ich das nicht gemacht, Alter, der hat gewonnen. Alter, krass. Genial, einfach nur genial von mir gewesen. Einheiten auf Empfang. Das war einfach nur genial. Richtig genial. Richtig genial war das von mir. Hammer. So. Das letzte Rennen machen wir noch. Und dann, oh, Alter. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Nicht, dass ich da auch so eine Probleme mit habe. Das wär echt blöd. Nein, 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 nein. Dein Gesicht. Leck mich. Ha! Der ist eben voll gegens Auto geknallt. Das habe ich über Kopf gehört. Diese Kurven, Alter. Ich hasse diese Kurven. Oh Gott, ich komme hier gut rum. Dass man ja knapp. So viel anfahren darf ich halt auch nicht. Ne? Das ist halt problematisch, aber ich habe einen guten Vorsprung gerade. Das ist super, wenn ich so einen guten Vorsprung habe und den noch halten kann. Dann habe ich kein Problem. Das läuft doch super jetzt. Wenn ich das so vergleiche mit dem anderen, mit der anderen Runde. Guck mal an, was für einen Vorsprung ich habe. Oh. Das ist super. Na Hammer. Genial. Da kann ich doch mit leben. Das ist doch super. Mensch. Die letzte Runde, die schaffe ich doch blind. Also blind. Naja, blind nicht, aber die letzte Runde kann ich aber sehr gut schaffen, definitiv. Wow. Da kann ich mir sogar sowas erlauben. Das war nicht schlau von mir, aber erlauben kann ich mir das. Das ist kein Problem. Ja, man muss
halt gut fahren können. Aber ich bin in der letzten Runde ja auch ganz gut gefahren. Ich weiß nicht, was das Problem war. Guck mal, was ich für einen Vorsprung habe. Zieht euch das mal rein. Das ist doch krank. Ich könnte einen Kaffee trinken unterwegs. Ich meine, gut, ich trinke keinen Kaffee, aber... rein theoretisch könnte ich das. Das ist doch krank. Einfach nur krank, sowas. Ah, muss ja auch gut fahren. Das ist die Hauptsache hier. Gut fahren, kaum was mitnehmen. Also hier Schilder oder so. Dann geht er schon. Was ich für einen Vorsprung habe, guck dir das mal an. 700 Meter. Was zur Hölle. Alter. Na, der muss sich auf der Arsch spüren. Ja. Wenn der ins Ziel kommt. Oh. Na, Hammer. Achso. Ja. Falsche Taste. Ja. Das lief ja super. Das lief ja richtig super. Das lief ja richtig genial. Gut, dann werde ich das ein Rennen machen. Ja, Rennen haben wir ja alle schon gemacht, ne? Ja. Wenn wir was, wenn ich das mal so machen, warte mal, was müssen wir noch machen? Warte mal, mach ich das so. Dann mach ich das da. Und dann mach ich das von da aus. Dann könnt ihr das so früher auch mal gucken. Die Jungs von der Blacklist stufen andere Fahrer nach ihrem Kopfgeld ein. Je mehr die Cops dich jagen, desto besser ist dein Ruf. Und desto schneller steigst du in der Blacklist auf. Verfolgungsmeilensteine sind der schnellste Weg, dein Kopfgeld zu erhöhen. Aber lass dich nicht erwischen. Erarbeite dir genug Kopfgeld, werde berüchtigt und vielleicht bist du schon bald Most Wanted. Sagt ja auch der Titel. Most Wanted. Eine Sekunde. Zentrale 1087, brauche Unterstützung. Okay, Roger, 3-3. Soll ich jetzt hier... Einheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Soll ich vier Polizeiautos rammen, oder? Oder wie ist das? Ja, muss sie eigentlich ran, ne? Das ist gut. Ich habe eine gute Chance. Setze mich jetzt vor Ihnen. Standby. Wir alle brauchen mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alle, die wir töten können. Ja, ich muss hier ran. Ich muss hier ran. Das wäre kein Problem. Sind unterwegs zu euch. Alles cool. Alles cool. Gerammt? Ich bin da voll reingefahren. Ich fahre jetzt erstmal neben rein. Bam. 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 Wieso weg? Wow. Ja, genau, schick alles her. 10-4, Bravo. Alles 3-3. Super. Warm. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Oh. Ja. Streifen waren zerstört. Schön.
Lass doch mal Auto hin rein. Bam! Wie geil war das denn gerade? Oh, geil. Bin hier angefahren, weißt du? Ausgeschert und dann ist der Bullenwagen reingefahren. Wie geil war das denn? Alter, die sind manchmal so bescheuert, ne, ganz ehrlich. Die fahren genau, die fahren bescheuerter als ich. Die sollten sich mich mal als Beispiel nehmen, ganz ehrlich. Ich meine, gut, ich fahre auch nicht, ich fahre jedes Auto an. Warm. Aber... ne, ich mache das ja extra. Der ist ja immer noch heil. Der qualmt aber. Die qualmen, die kann man schön zerstören. Wenn man das dann macht. Ich habe schon drei Autos gerannt. Schön. Also drei Polizeiautos. Bam. 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 Im Arsch. Dich brauche ich noch. Mach keinen Unfall. Sonst gibt's... Nein! Die sind doch bescheuert. Ich hoffe, jetzt kommt noch einer. Komm. Ich will noch ein Auto haben. Noch ein Polizeiauto, bitte. Bitte. In Richtung Osten auf der Abfahrtstadion. Sichtkontakt zum Verdächtigen ist noch nicht lange abgebrochen. Einsatzleitung erbittet Absperrung um das unmittelbare Zielgebiet sowie westlich der letzten bekannten Fahrtrichtung. Auf weitere Infos warten. Halt die Schnauze. Ich wollte noch ein Polizeiauto haben, Alter. Weil ich habe noch nicht alles... Ey, ich bin's. Hör gut zu. Wenn einer abgezogen wurde, helfe ich gerne. Aber dabei muss auch was für mich rausspringen. Du kümmerst dich um die Blacklist, ich kümmere mich um deinen Unterschlupf. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist ein perfekter Deal, what's up? Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Ja. Ich geh erstmal zu meinem Unterschlupf. Und dann, ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ja. Kopfgeld müssen wir noch machen. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ich find's immer lustig, mit Bullen zu eiern. Na, komm mal her. Jo. Das kann ich selber sehen. Ja. Okay, verstanden, Delta 9. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Bei Bodeneinheiten muss ich immer an Folgendes denken. Ihr kennt ja Hühner in Bodenhaltung, wo man Bodenhaltung mitmachen kann. Also Hühner in Bodenhaltung einfach. Und ja, da muss ich immer dran denken, wenn die sagen, dass die Bodeneinheiten ja frei haben wollten und so, und das finde ich lustig, wenn ich immer daran denke, dann bam. Naja, Bodeneinheiten. Achso, der Rand links, der blinkt gerade. Das heißt, dass ich kurz vom zweiten Status bin von der Polizei jetzt her. Und
Das hat halt mit Alarmstufen zu tun. Wie schnell er das sagen konnte, ist ja unfassbar. Ja, jetzt habe ich Stufe 2. Jetzt kommen halt andere Autos. Alle Einheiten. Die Einsatzleitung ist auf Alarmstufe 2 gegangen. Ich muss was tun, sonst verlieren wir ihn. Wartet, ich schiebe ihn. Bam. Bam. Richtig aufs Maul. So. Oh, da ist auch noch einer. Guck mal her hier. Bam. Ja, Kopfgeld, ich bin bereit. Super. Bam. Sierra 1 nähern uns mit mehreren Einheiten aus südlicher Richtung. Das nur auf der Berg nicht abhalten. Ha, ist der besteuert. Er ist immer voll gegen das Auto geballert, ey. Na, Hammer. So muss das. Ja, aber sie sind nicht weit bin. Ich habe meine Stelle, wo ich mich verstecken kann. Auf der Abfahrt Stadion. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TLC 3 koordiniert. Zentrale, hier Charlie 15. Bestätige Anfrage für Sperrung. Nähern uns Code 6 vom Bahn. Zentrale, hier ist Bravo 28. Wir verlassen den Sektor in Richtung Süd-Süd. Brauchte nicht mal zur Bushaltestelle, das ist ja super. Geht doch. Hier ist Mia. Ich habe ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. Als wenn ich das nicht wissen würde. Es ist ja unfassbar. Es ist einfach. Gut, ich gehe erstmal zum Unterschlupf und dann das müssen wir noch mal. Kopfgeld, 100.000. Wow. So, die restlichen 100, die restlichen paar tausend Kopfgeld machen wir das nächste Mal. Jetzt würde ich erstmal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich jetzt sagen, gehen wir mal in den Endscreen und ja. Mensch, das war ja schon recht erfolgreich, wie wir die Bullen verkackeiert haben. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, Mensch, das nächste Mal geht es dann weiter mit dem, mit den letzten Bullen verarschen. Ich weiß nicht, ob ich dann ob ich die Radarfall noch habe. Sonst machen wir dann das in den nächsten Part, machen wir dann wahrscheinlich die nächste Herausforderung und dann müssten wir mal gucken, was wir da machen. Ja, also die Bullen, die verarsche ich ja sehr, sehr gerne und ich musste diesen Part nicht mal meinen Trick nutzen.
den ich ja sonst immer nutze, weil die einfach so bescheuert sind, die Bullen einfach. Ja. Der nächste Part kann ein bisschen interessanter, kann auch sehr interessant werden. Da machen wir halt den nächsten Herausforderer und holen uns wahrscheinlich denn den nächsten Wagen. Wenn ihr mit dabei sein wollt, schaltet wieder ein. Ansonsten würde ich sagen, ciao. Do you? I gotta go. I'll hook up with you later.